Hallo und herzlich willkommen zu Smartphone Entdecken. Mein Name ist Sarah und im heutigen Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit Ihrem Smartphone online gehen können und was in diesem Zusammenhang Datentarife und Traffic bedeutet. Als das Internet 1969 erfunden wurde, konnte es lediglich von einer begrenzten Anzahl von Menschen benutzt und bedient werden. Das waren zum größten Teil Forscher, die das benutzen konnten. Das Internet, wie wir das heute kennen, also das World Wide Web, was in Deutsch nichts anderes bedeutet als weltweites Netz, gibt es seit 1991, also seit fast 30 Jahren. Mittlerweile ist es möglich, mit jedem Smartphone online zu gehen. Als 1999 die ersten Handys den Internetzugriff bekommen haben, war das Ganze noch nicht massentauglich. Es war extrem teuer, unbequem und verdammt langsam. Heutzutage hat sich einiges geändert. Prinzipiell können Sie mit jedem Smartphone das Internet erkunden. Allerdings sind dafür einige Voraussetzungen nötig. Sie benötigen zum Beispiel eine SIM-Karte mit einem entsprechenden Tarif, mit dem Sie dann das Internet erkunden können. Oder Sie benutzen wahlweise ein WLAN-Netzwerk oder einen Hotspot. Was genau das ist, erkläre ich allerdings später nochmal. Für die Internetnutzung gibt es heutzutage sogenannte Flatrates, die in fast jedem Tarif enthalten sind. Das bedeutet, Sie können mit dem Internet surfen für einen bestimmten Betrag und müssen dann nicht zusätzlich noch mit Kosten rechnen. Hierbei wird von Datentarifen und Traffic gesprochen und was genau das ist, das erkläre ich Ihnen jetzt. Ein Datentarif bedeutet, dass Sie neben SMS versenden und telefonieren natürlich auch das Internet benutzen können. So können Sie nicht nur im Internet surfen, sondern auch Apps benutzen, die auf das Internet zurückgreifen. So zum Beispiel soziale Netzwerke wie Facebook oder Instagram. Viele Datentarife sind dabei im Volumen begrenzt. Das bedeutet, wenn Sie zu viel im Internet surfen, wird Ihre Geschwindigkeit gedrosselt und die Seiten bzw. die Apps laden nur noch extrem langsam. Dieses zu viel wird über den sogenannten Traffic definiert. Traffic bedeutet im Englischen nichts anderes als Straßenverkehr. Im Sinne des Internets bedeutet das allerdings, wie viel Datenverkehr geflossen ist. Sie können das Ganze trotzdem mit dem Straßenverkehr vergleichen, damit Sie sich das besser vorstellen können. Je nachdem, welche Inhalte und Daten Sie sich im Internet anschauen, sind die Daten etwas größer oder kleiner. Textdateien haben dabei eine sehr kleine Größe und Videodateien sind extrem groß. Die Datengröße wird dabei in MB angegeben. Sie können das Ganze auch mit zum Beispiel einem Kleinwagen oder einem LKW vergleichen. Textdateien sind dabei eher mit einem Kleinwagen zu vergleichen und verstopfen natürlich die Autobahn zum Beispiel nicht ganz so doll, wie zum Beispiel LKWs, die auch extrem langsam fahren. Jeder Tarif enthält eine bestimmte Menge an Daten, die pro Monat aufgebraucht werden können. Ist die Datenmenge, also der Traffic, überschritten, so wird Ihre Geschwindigkeit für Surfen gedrosselt. Das heißt, Sie werden dann sehr wahrscheinlich keine Freude mehr daran haben, im Internet zu surfen, weil die Seiten einfach extrem lange laden. Aber auch ohne einen entsprechenden Tarif können Sie mit Ihrem Smartphone online gehen. Wenn Sie zum Beispiel zu Hause bereits einen WLAN-Router haben und über ein WLAN-Netzwerk verfügen, können Sie mit Ihrem Smartphone sich in dieses WLAN-Netzwerk einbinden und dann über das Smartphone das Internet nutzen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt. Zunächst zeige ich das wieder anhand des iPhones. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder in die Einstellung und wir sehen dann hier oben den Punkt WLAN. Wir sind jetzt aktuell nicht verbunden. Und wenn wir uns jetzt einloggen wollen in unser WLAN-Netzwerk, dann müssen wir hier natürlich auf Einstellen. Und wenn wir das Ganze dann eingeschaltet haben, können wir hier die ganzen Netzwerke sehen, die in unserer Reichweite liegen. Und hier suchen wir uns dann unser Netzwerk aus. Das wäre in unserem Fall 22 Network. Da klicken wir dann einmal drauf und dann müssen wir natürlich unser Passwort eingeben. Das mache ich jetzt nicht, weil ich möchte natürlich nicht das Passwort verraten. Aber wenn Sie jetzt das Passwort da eingegeben haben, können Sie hier oben auf Verbinden drücken und dann sind Sie mit Ihrem WLAN verbunden. Mit dem Android-Smartphone funktioniert das im Prinzip genauso. Das heißt, wir entsperren jetzt unser Smartphone, gehen dann wieder hier auf die Einstellung und hier oben heißt der Punkt dann Verbindungen. Da gehen wir dann drauf und auch hier sehen wir WLAN. Sind wir schon verbunden mit dem 22 Network und da können wir auch noch die anderen Netzwerke sehen und uns gegebenenfalls mit denen auch noch verbinden, wenn wir das denn möchten.
WLAN bedeutet übrigens nichts anderes als Wireless Local Area Network. In Deutsch bedeutet das drahtloses lokales Netzwerk. Ihr Router baut sozusagen ein lokales Netzwerk auf, was Sie auch nur in dessen Reichweite nutzen können. Das heißt, nur wenn Sie in der Reichweite des Routers sind, können Sie sich darüber über Ihr Internet einloggen. So können Sie dann auch ohne entsprechenden Tarif mit Ihrem Smartphone zu Hause im Internet surfen. Es lohnt sich aber selbst mit entsprechendem Datentarif zu Hause ein WLAN-Netzwerk zu nutzen, wenn Sie sowieso eins haben. Denn der Datentarif, den Sie zu Hause haben, ist meistens unbegrenzt gültig. Das heißt, Sie haben unbegrenzt Traffic frei und können sich so viele Daten anschauen, wie Sie wollen, ohne dass Ihre Internetgeschwindigkeit gedrosselt wird. Bei einem Smartphone ist das nicht so oder beziehungsweise nur sehr teuer. Es gibt zum Beispiel von Telekom oder auch von Vodafone bestimmte Verträge, wo sie unbegrenzt Traffic haben, die kosten dann aber auch weit über 100 € und das ist natürlich nicht zu empfehlen. Auch ein Hotspot ist nichts anderes als ein WLAN-Netzwerk. Hotspots gibt es zum Beispiel meistens in Hotels, Cafés oder auch in Restaurants und da können sich die Gäste eben kostenlos in diesen Hotspot einbinden und eben kostenlos das Internet nutzen. Sie können aber auch mit Ihrem Smartphone einen eigenen Hotspot erstellen. So können Sie zum Beispiel Ihren Freunden aushelfen, wenn die kein Datenvolumen mehr haben, dass die sich über ihren Hotspot dann über das Internet einwählen können. Das Ganze funktioniert am iPhone ziemlich einfach. Das heißt, da gehen wir jetzt wieder in den Einstellungen und dann unter den Punkt persönlicher Hotspot. Und hier können wir jetzt sagen, persönlicher Hotspot ein oder eben aus. Meiner ist natürlich aus. Und dann können wir den ganzen zum Beispiel einstellen. Und hier auch ein Passwort vergeben, dass sich nicht jeder x-beliebige eben einbinden kann, sondern Sie geben dann das Passwort nur an denjenigen weiter, der sich eben auch einloggen darf. Und so schützen Sie quasi Ihr Datenvolumen. Und wenn Sie den Hotspot wieder ausschalten wollen, dann machen Sie das einfach hier über diese Schieberegler. Am Android-Smartphone funktioniert das auch sehr einfach. Das heißt, wir gehen jetzt hier auch wieder in die Einstellung rein. Und dann gehen wir unter den ersten Punkt, der nennt sich Verbindung. Und da gehen wir dann drauf und hier finden wir dann den Punkt mobile Hotspot und T-Sharing. Und da gehen wir dann drauf und hier haben wir dann auch wieder so einen Schieberegler, wo wir einstellen können, mobilen Hotspot ein oder aus. Und dann kommt hier noch so eine WLAN-Freigabe, die schalten wir dann ein und dann haben wir den Hotspot auch schon eingerichtet. Und können den natürlich auch wieder ausschalten. Sofern Sie bereits mobiles Internet nutzen, ist Ihnen bestimmt schon mal aufgefallen, dass das Internet nicht überall gleich schnell ist. Das Ganze ist vergleichbar mit dem Telefonieren, da ist das genauso. Das heißt, die Internetgeschwindigkeit bzw. der Empfang, der hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Geschwindigkeit hängt in erster Linie von der Empfangsqualität zwischen Ihrem Smartphone, also dem Endgerät, und zwischen der Basisstation, also der Antenne des Netzbetreibers ab. Auf dem Land sind natürlich deutlich weniger Antennen vorhanden als zum Beispiel in der Großstadt. Das bedeutet, wenn Sie sich da aufhalten, ist natürlich die Internetgeschwindigkeit deutlich langsamer als zum Beispiel jetzt in der Stadt. In der Stadt sind zum Beispiel viele Antennen auch auf den Gebäuden verteilt, das heißt, Sie können die gar nicht sehen, aber es sind sehr viele davon vorhanden und dadurch ist die Geschwindigkeit natürlich auch deutlich höher. Aber nicht nur die Entfernung spielt dabei eine Rolle, sondern es gibt auch noch andere Störfaktoren, die die Internetgeschwindigkeit negativ beeinflussen können. Gibt es zum Beispiel zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem viele Internetnutzer, so wird natürlich die Internetgeschwindigkeit auch gedrosselt. Man kann das hier wieder mit dem Straßenverkehr vergleichen. Je mehr Nutzer es gibt, also zum Beispiel auf Autobahnen oder eben auch auf den Datenverkehrbahnen des Internets, desto verstopfter ist das Ganze natürlich und desto langsamer ist das. Das Ganze kann man ganz gut an Silvester beobachten, denn es gibt einen WhatsApp-Nachrichtendienst, der quasi die Nachrichten über das Internet versendet. Und besonders an Silvester wartet man dann sehr lange darauf, dass diese Nachrichten versendet werden. Auch in Gebäuden, zum Beispiel in Supermärkten, ist es oft so, dass die Geschwindigkeit deutlich langsamer ist als zum Beispiel vor dem Gebäude. Das liegt einfach daran, weil die Gebäudewand sozusagen ein Hindernis für die Funkwellen darstellt, die natürlich nicht so einfach durchdrungen werden können. Und dadurch ist in Gebäuden eben die Internetgeschwindigkeit auch deutlich langsamer als außerhalb.
Tatsächlich kann auch das Wetter dafür sorgen, dass die Internetgeschwindigkeit negativ beeinflusst wird. Denn die Funkwellen können natürlich nicht ganz so gut durch starken Nebel, Regen, Hagel oder Schneefall hindurchkommen, wie zum Beispiel bei Sonnenschein. Dadurch wird dann natürlich auch die Internetgeschwindigkeit negativ beeinflusst. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen.